In meinem Leben als Musiker und Reisender habe ich fast die ganze Welt gesehen und bin einiges gewöhnt. Doch dieses Mal, als Joko mich nach Kroatien schickte, hat alles auf den Kopf gestellt. Noch nie musste ich in meinem Leben so viel rückwärts denken. Eigentlich war es Ehrensache, als Klaas gefragt hat, ob ich für ihn antreten möchte. Ich weiß, das kann wirklich nach hinten losgehen, aber ich konnte da nicht Nein sagen. Nach meiner Ankunft stand ich da am Hafen in der Sonne und habe gewartet. Irgendwann kam dann endlich so ein schwarzer Bus. Moin. Tag. Komm ran. Besonders viel Information habe ich ja vom Team nicht erhalten erstmal. Und dann ging es weiter. Sind wir irgendwo hingefahren? Es wurde immer wüstenähnlicher, karger draußen. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was Joko mit mir vorhat. Michi Beck, da muss ich sagen, war sofort klar, was man da machen muss. Ne? Und halte ich fest, ich wollte zwei Welten miteinander vereinen: Duell, Hollywood. Was Hollywood? Ja. Hi Michi Beck, willkommen in Kroatien. Du befindest dich am Fuße des majestätischen Velebit-Gebirges. Dort wird auch deine finale Aufgabe stattfinden. Dazu aber später mehr. Vorher habe ich einen besonderen Auftrag für dich. Ich bin ein Riesenfan des rückwärts gedrehten Kinofilms Tenet. Tenet ist so ein Nolan-Kunstfilm. Ding, der von Zeitreisen handelt und eben rückwärts gedreht wurde und den man, glaube ich, auch nur so halb kapiert. In dem Film gibt es Szenen, die rückwärts ablaufen. Genau sowas möchte ich auch haben. Du sollst einen Rückwärts-Einspielfilm drehen. Rückwärts. Zu einem vollständigen Duell um die Weltbeitrag gehören eine Ankunft, eine Briefübergabe, ein scheiß Hotel und eine Aufgabe. Nur wenn du das erledigst, hast du eine Chance auf den Länderpunkt. Dein Okoye, Tiaž Rednev. Hey, ich verstehe das alles überhaupt nicht. Wie soll ich das? Also, Moment mal, ihr dreht jetzt schon, das ist ja, rückwärts. Die Ankunft ist passiert, ihr habt mich abgeholt. Das geht ja schon mal falsch los. Auf einmal fängt dieser Bus an, rückwärts zu fahren. Hast du Tenet gecheckt? Ja, würde ich jetzt nicht hundertprozentig behaupten. Ich schon. Man muss alle Szenen rückwärts drehen und rückwärts abspielen. Dann wirkt es am Ende so, als wenn alles vorwärts passiert wäre. Und dann entstehen geniale Bildeffekte. Deswegen ist für mich okay, wenn du mich ab heute Genie nennst. Call me Genius. Ihr habt echt eine geile Taste geschlagen. Das hat mir dann aber zumindest klar gemacht, wie das funktionieren kann. Wir fahren jetzt rückwärts, ich spreche ab und zu rückwärts. Wahrscheinlich müssen wir die eine oder andere Szene rückwärts drehen. Genau, alles, was da auf dieser Checkliste steht, muss rückwärts gemacht werden. Also arbeiten wir diese Liste von vorne nach hinten ab. Okay, dann fahren wir jetzt erstmal irgendwo hin, in irgendeinen Ort oder so und drehen die Ankunft nochmal rückwärts. Ja, aber ich würde sagen, wir fahren vorwärts dahin. Also es ist ja eh schon alles ultra komplex und ich wollte Michi da jetzt nicht zu viele Vorschriften machen. Deswegen habe ich gesagt, Michi, freie Gestaltung, ja? Wichtig ist mir nur, mach's mit Liebe. So Leute, ich habe mir so vorgestellt, dass die Ankunft, ich steig aus und trink einen Schluck und motz, dass es so heiß ist. Also das, was ich so von Duell um die Welt kenne, fängt ja meistens schon so an, dass die Ankunft immer eher so krummelig und schlecht gelaunt ist. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Oh nee, jetzt aber null Bock drauf. Boah, das stinkt hier, ey. Hau ab! Nein. Das müssen wir alles wieder zurück, ne? Ich schmeiße eine Wasserflasche weg, weil mich das so ankotzt, nachdem ich was getrunken habe. Du musst sie mir zurückschmeißen, dass ich sie fange und dann haben wir die Ankunft rückwärts, oder? Das
Schwierigste ist ja wirklich das, was man sagt, rückwärts zu sagen. Ich habe mir dann eben so prägnante Sätze überlegt, die zur Situation passen, und habe was aufgenommen. Puh, heiß hier, keine Lust. Ich habe mir dann so eine App runtergeladen, wo man rückwärts abspielen kann, und dann hört man, was man da gesagt hat. So, Lenny, heiß hier auf. Was? Nochmal. Und habe dann natürlich erstmal ein bisschen geübt. Solenia, heiß ja auf. War ein ganz schönes Rumgefacke, ehrlich gesagt. Aber anders ging's eben nicht. Los geht's. Erst die Flasche. Achtung. Go. Ah, shit, nochmal. Das geht natürlich auch nie beim ersten Mal gut, weil es ja nicht nur das Rückwärtssprechen ist, sondern auch immer noch rückwärts spielen und eben alles andersrum denken, was man macht. Riesia. Wann sagt man was? Was mache ich danach? Oder was würde ich danach machen? Ist quasi das, was man davor macht. Unglaublich kompliziert. Ich hatte natürlich den Anspruch, dass dieser Beitrag auch gut aussieht und dass es alles was wird. Und irgendwann hatten wir die Szene im Kasten. Habe ich zumindest gehofft. Heiß hier, keine Lust. Super gut, guck, wie gut er das gemacht hat. Erste Szene, Ankunft, ne? Ja. Mal den Haken hinter, hat er geschafft. Bravourös. Okay. Ja, sehr gut. Der nächste Punkt auf der Liste, den es abzuhaken galt, war die Briefübergabe. Und die ist ja bei Duell um die Welt immer auch so mysteriös und ganz spannend aufgezogen und so. Sie sind der geheimnisvolle Mann. Mann. Der Brief von Klaas auf Umlauf. Brief. Da dachte ich, schnapp mir wieder jemand aus dem Team und verkleide den als Geheimagent, der mir in so einem Aktenkoffer einen Brief überreicht, während ich in einem Café sitze, Kaffee trinke und Kekse esse. Ich klapp die zu, stell den da auf den, auf diesen Absatz. Und dann kommst du vorbei und rückwärts. Alles nach Hause. Ja. Es war das Mysteriöseste, was in Kroatien machbar war in dem Moment. Negerfua, Ibakfua, Injam, Firb. Natürlich wollte ich in dieser mysteriösen Szenerie auch wirklich Aktion anbieten und Emotionen. Und finde, ich habe alles, was rückwärts an Emotionen möglich ist, auch in diese Szene reingeworfen. Und bitte. Negerfua, Ibakfua, Injam, Firb, Nia, Wo. So, hast du jetzt langsamer gerallt, was ich da erschaffen habe? Checkst du, wie das da abläuft? Ja, Genie. Ein Brief, meine Aufgabe, aufregend. Hauweia, hauweia.
bin ich richtig begeistert. Briefübergabe auch, Haken hinter, geschafft. Als nächster Punkt auf der Liste war das Scheißhotel. Et voilà. Beim Duell um die Welt ist das Hotel natürlich immer so lausig wie möglich. Das sollte mein Bett sein. Ja, und? Ja, ist witzig. Ich habe den miesesten Platz, glaube ich, für ein Hotel geschaffen, den man sich vorstellen kann. Einfach auf einem Steinhügel, ein Schlafsack, eine Wolle Stehlampe und so zwei, drei Details, die so ein bisschen hotelig wirken, um da die Einschlafszene zu drehen. Wie war das? Genau, ich komme hier. Auch hier habe ich wieder den schlecht gelaunten Klaas so ein bisschen als Vorbild genommen. Ich finde, das ist mir ganz gut gelungen. Also, ich glaube, beim Miesepetrigkeits-Wettbewerb zwischen Klaas und mir bin mir auch nicht ganz sicher, wer da den ersten Platz machen würde. Das Hotel ist ein Haufen Scheiße. Ich hasse Herko. Die Übernachtungsszene auch geschafft. Für mich sehr gut gelöst. Harry einen Haken hinter. Topmann. Michi Beck. Topmann. Ja, richtig. Aber was er mir da probiert, für einen Stempel aufzudrücken, reden wir noch mal drüber. Am nächsten Morgen ging es super früh los. Es war eigentlich noch gar nicht morgen. Es war eigentlich immer noch mitten in der Nacht, als wir aufgestanden sind. Und dann sind wir in so richtig krassen Geländewagen Richtung Berge gefahren. Und irgendwie hatte das schon was, ne? Es war wirklich mystisch. Ich war die ganze Zeit irgendwie so eine Mischung aus übernächtigt, neugierig, aufgeregt, fasziniert von diesem Wahnsinnsgebirge. Das kann man gar nicht so richtig beschreiben, das Gefühl. Es war so alles, aber hauptsächlich schon sehr, sehr nervös. Irgendwann nach stundenlanger Fahrerei sind wir dann tatsächlich auch angekommen. Das Erste, was ich da gesehen habe, was mir nicht gerade geholfen hat, meine Nerven zu beruhigen, war ein Mountain Rescue Fahrzeug, also sprich Bergrettung, das da verlassen auf dieser Wiese stand. Die Nummer kenne ich von zu Hause. Da wusste ich, das wird gefährlich. Und alles, was man mir gesagt hat, ist, da geht's weiter nach oben. Also es hat sich ewig gezogen und die Aufregung wurde natürlich nicht weniger, sondern eher mehr, weil mir immer noch niemand gesagt hat, um was es geht. Und irgendwann kamen uns Leute entgegen. Hello, hello. Hello, how are you? Es gab einen, der hat sich mir als Daniel vorgestellt. I know nothing except this backwards stuff. Yeah, okay, then that's, let's say that's it. Irgendwann sind wir dann über so eine Art Felskante geklettert. Und was ich da gesehen habe, hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Es sah aus wie ein riesiges Loch im Berg. Ich weiß nicht, was ich da gedacht habe. Ich wusste nur, dass das mit meiner Aufgabe zu tun hat. Dann meinte Daniel, komm, wir gehen mal da ein bisschen näher ran. Mussten wir uns anseilen und sind dann ganz vorsichtig davor gekrabbelt. Oh, Scheiße, Alter. So, welcome to Mammoth Cave. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe so eine Höhle noch nicht mal horizontal gesehen. Und da ging es vertikal einfach direkt von der Felskante in ein schwarzes Nichts runter. Fuck. Scheiße. Ich habe so
brutalstes Herzklopfen gekriegt. Oh, fuck. Irgendwie zieht einen das ja auch so nach unten, weil du eben auch nicht den Boden gesehen hast. Oh shit, this is deep. Daniel meinte zu mir, ich habe hier so einen Stein, den schmeiß ich da mal rein. Da kriegst du so ein bisschen eine Idee, wie tief dieses Loch ist. Go! Wow. Das hat überhaupt nicht geholfen. Ganz im Gegenteil. Dass du so ein Gefühl dafür bekommen hast, was das für eine Distanz da nach unten ist, wurde alles noch viel, viel schlimmer. Oh, yeah, this is the sound we don't want to hear. Und dann habe ich Daniel gefragt, ja und? Was soll ich jetzt machen, da runterklettern? Oder was ist irgendwie, was habt ihr vor mit mir? Joko actually made it very simple. He wants you to jump out of this cave. Ich so, hä, was? Aus diesem Loch rausspringen? What, jump out? How to jump out? At least it has to look like. Und dann kam es mir. That's the whole backward thing, right? Mm-hmm. So, Mann, Joko, du Arschloch, ich musste da natürlich reinspringen. Rückwärts kommt es dann natürlich wie rausspringen. I feel you, man. I totally feel you. Super. Geile Idee. Finde ich übrigens auch. Is Joko a beloved guy back in Germany? Yes, erstaunlicherweise. Wie soll ich das machen? An einem Seil. Wenn ich das hier mir anschaue, diese komische Bindfaden, der da hängt, an dem werde ich wahrscheinlich festgemacht und dann muss ich wahrscheinlich von da oben reinspringen. Exakt. Fuck, ey, das ist, ey. Das sah lächerlich aus, einfach so ein paar Seile. Ich kriege einen Herzinfarkt, selbst wenn das Ding hält. Und er hat dann irgendwie angefangen zu erklären, was es ist. Also ich habe es nicht verstanden. Here we have only dynamic and static ropes in a system which enables you to have a long but still safe fall. Wie ein Kletterseil, also kein Bungee-Seil. Und man fällt wie so ein Kletterer. Nur es ist halt so, ein Kletterer fällt halt alle 2 Meter. Und ich würde so ungefähr 100 Meter, also es wäre so quasi so 100 Mal so, wie wenn man in so ein Seil reinfällt. And then, because you see that there is that red ropes and the system in the middle of it, it's away from you. Habe ich ihn noch gefragt, ist einer von euch da schon reingesprungen? No. It's all prepared just for you, exclusively. Aber ihr seid sicher, ich kann da springen? Ja, klar. We know how to prepare everything to be safe. Alles in mir hat eigentlich gesagt, nein, das kannst du nicht machen. Aber ich selber wusste, es gibt auch kein Zurück mehr. Ne? Yeah, I'm really glad to see someone else. Allerdings unter einer Bedingung, dass ich wenigstens einmal sehe, wie diese ganze Konstruktion funktionieren soll. Dann hat das Team dort vor Ort entschieden, es mir zu zeigen, und zwar mit so einer Art Testsack. Neos, čekaj, stani malo, čekaj da vam ja dam signal, dobro? Okay, Kamera, ja, mi se spremne. Der wurde dann eben an diesem Seil festgemacht, vor an die Kante gebracht und fallen gelassen. Man hört den Sack unten auf dem Boden aufklatschen. Fuck. Was war das jetzt genau? Keiner hat was gesagt. Bis Daniel dann irgendwann meinte, der Sack hätte sich wohl gelöst, anstatt zu schwingen oder was auch immer da passieren sollte. Okay, we have to recheck and see what went wrong. Keine Ahnung, ich dachte nur, der Sack wäre jetzt ich gewesen, wenn ich jetzt gesprungen wäre anstatt dem Sack. Und das war natürlich, also wie gesagt, ich konnte das gar nicht glauben. Because right now I really don't know what to say.
Ich dachte die ganze Zeit, man möchte mich verarschen. Fuck. Yeah, okay, really, I just have to check with. Aber ich habe dann schon gemerkt, nee, da ist echt richtig was schiefgegangen, weil keiner hat auch nur geschmunzelt, ne? Da war richtig die Kacke am Dampfen. Gut, dann erklär mal eben. Das war ein Testsack. Das verhält sich ja komplett anders, wenn da ein Mensch dran hängt. Okay, wir müssen noch einen Testmensch praktisch dranhängen, bevor Mickey springen kann, oder was ist jetzt dein genialer Plan? Mir wurde dann gesagt, okay, ja, es ist jetzt für alle erstaunlich gelaufen, aber sie würden es jetzt noch mal testen mit so einer Dummy-Puppe. Marco, da ist der Elmo. Ich war zwar nervlich schon mehr als am Ende, aber ich sagte, okay, klar, dann lass uns den richtigen Stresstest machen. Das kann ja allererste Mal halt mal schief gehen. War zwar schon, eigentlich darf es meiner Meinung nach überhaupt nicht schief gehen, aber gut. Alles klar, lass es uns mit dieser Dummy-Puppe probieren. Dann wurde die Dummy-Puppe an die Absprungstelle gebracht und das Gleiche noch mal eben als lebensnahen Test gemacht. Ja, ja dann. Dummy fällt ins Nichts. Und dann ja, und in dem Moment war mir klar, ich kann doch da nicht reinspringen. Ich meine, ein Sack hat sich gelöst, eine Dummy-Puppe hat sich gelöst, beide sind auf dem Höhlenboden aufgeschlagen. Was machen die denn mit mir? In dieser ganzen genialen Planung von diesem ganzen Beitrag und so weiter. Hattest du dir über die Aufgabe auch ausreichend Gedanken gemacht? Ich sag mal, es ist sehr viel so schiefgelaufen, wie es nicht hätte schieflaufen sollen. Punkt. Oh. But I don't know what to say. Yeah. I just have to check what happened. I mean, for now, as far as I'm concerned, we should call all things off. Das war einfach, also ich meine, ich habe gesagt, okay, pass auf, gib mir Joko, holt mir Joko ins Telefon. Das Teil, das da runtergeschmissen wurde, ist einfach mal runtergeknallt. Ja, weg, nichts schwingen. Dann ich glaube, der weiß nicht, was mit dem los ist. Was, Länderpunkt? Ich war so am Ende und er kommt mir mit verlorenem Länderpunkt. Also ich finde schon eigentlich, dass er einen Punkt hat. Nee, die Diskussion wollte ich nicht aufmachen. Der hat keinen Punkt verdient, der hat es ja nicht machen können. Was, der hat sich machen können? Er hat die Rückwärtsnummer wirklich ja ganz großartig gemacht, aber das große Finale fehlt hier halt einfach. Ja, wir machen es nächstes Mal bei der Formel 1, dann nehmen wir einfach Lewis Hamiltons Auto weg und sagen, ja, letzter. Tja, sorry. Halt einfach nicht durchs Ziel gefahren. Ey, weißt du, was passiert wäre? Ich wäre jetzt zermatscht auf irgendeinem scheiß Höhlenboden in Kroatien. Ich bin gerne überall dabei, aber ich brauche eine Challenge, die man machen kann. Ja, komm mir mit Länderpunkt, Alter. Länderpunkt verloren. Der Michi wollte am Ende, dass ich ihm für die nächste Staffel schon mal eine Aufgabe raussuche, wo ich sage, okay, fein für mich, Deal, machen wir. Kriegst du eine neue Aufgabe, alles cool. Ja, kannst du froh sein? Und trotzdem ist das nicht richtig, dem hierfür keinen Punkt zu geben. Und das klären wir im Studio. Freue ich mich drauf. Lass mal abhauen jetzt. Eine Sache steht jedenfalls fest. Nie wieder mache ich irgendwas rückwärts. Nie wieder. Nie wieder.